Das ist die Marina, hier seht ihr JBR. Wir sind in Dubai und in diesem Video nehme ich euch mit auf eine kurze Tour durch unseren Apartment Tower, den Botanica Tower, zwischen Marina und JBR gelegen. Starten wir erstmal mit einer kurzen Roomtour und dann geht's weiter hier durch den Apartment Tower. Und weiter geht's im 27. Stockwerk im Botanischen Garten. Oh super, unser Frühstück ist auch schon da, das nehmen wir gleich mit. Und dann können wir das nämlich im 27. Stock mit herrlichem Blick über die Marina essen gehen. Hier noch mein absolutes Highlight in Dubai Standard, für uns in Deutschland nicht ganz so gewöhnlich, der Garbage Room. Wenn ihr Müll habt, schmeißt ihr den einfach hier einmal runter, dann geht's direkt in den Keller, wo einmal täglich nachts immer die Müllabfuhr kommt und den ganzen Müll mitnimmt, sodass ihr in der Wohnung keinen Müll habt, auch draußen keine lästigen Mülltonnen und ja, alles total easy. So, angekommen im 27. Stock des Botanica Apartment Towers. Ihr werdet es gleich sehen, herrliche Blicke über die Marina und über die Palme. Starten wir mal hier auf der Seite. Nehmt euch mal mit. Einmal auf diese Seite hier. Da geht es durch den Botanischen Garten. Ihr seht die Pflanzen hier überall. Die werden ständig gewässert. Man kann hier herrlich sitzen, Sitzmöglichkeiten. Es ist schattig, also auch an sonnigen, warmen, heißen Tagen echt gut zu ertragen. Und hier einmal der Blick raus über die Palme Jumeirah. Ihr seht ganz hinten im Hintergrund das Atlantis The Palm Hotel. Ja, ein toller Blick über den Yachthafen der Marina von Dubai. So, und wenn wir jetzt den gleichen Weg einmal zurückgehen auf die andere Seite, dann werdet ihr gleich sehen, wie schön der Blick auch über die Marina ist. Und hier geht es dann los einmal mit den Gebäuden am Start dieses Wasserkanals und dann Richtung Süden. Circa 3 Kilometer auf beiden Seiten. Herrliche Wege, die man zu Fuß spazieren gehen kann. Links und rechts überall Restaurants, Cafés, Bars. Ganz viele Anlegestellen für Boote, ganz viele Abfahrten für die typischen Marina Cruises. Da gibt es dann auch abends die tollen Dubai Marina Dinner Cruises. 1,5 bis 3 Stunden Fahrt hier einmal raus aufs Wasser. Bei Blue Water Island vorbei, IM Dubai, das Riesenrad. Ja, wirklich ein toller Ort, um seinen Urlaub zu verbringen oder auch zu wohnen. Wir werden jetzt hier oben einmal frühstücken und danach zeige ich euch den Pool. Heute gibt es für mich Shawarma von Alo Beirut. Das Ganze geliefert über Karim. In nur 35 Minuten war es da für 25 Dirham plus 7 Dirham Liefergebühr. Fairer Preis für einen leckeren Shawarma. So, im 4. Stock befindet sich dann der richtig schöne Pool und auch ein Gym, was ja, richtig gut ausgestattet ist, wo das Trainieren richtig Spaß bringt. Wir sind jetzt hier am Pool und den zeige ich euch natürlich auch. Wir haben hier im 4. Stock eine wirklich toll gepflegte Gartenanlage, Poolanlage. Auch hier wieder ein paar Pflanzen, Liegemöglichkeiten, Sitzmöglichkeiten. Hinter mir dann ein großer Pool mit ganz vielen Liegen, einigen Sonnenschirmen und ein kleiner Kinderpool, der gerade für uns besonders interessant ist. 50 cm tief, da kann unser Kleiner richtig schön drin spielen. Und wer vor oder nach dem Schwimmen Hunger oder Durst bekommt, für den gibt es unten im Erdgeschoss einen Supermarkt, den Beach Supermarkt mit angeschlossenem Café. Und wie das genau ausschaut, das sehen wir uns jetzt an.
Zum Abschluss des Videos zeige ich euch nun noch einige Impressionen vom nahegelegenen JBR The Beach und hoffe, dass euch das Video gefallen hat.